Hallo und herzlich willkommen hier beim Radio HSF. Ich bin Franzi und heute schauen wir mal, wie es bei uns aussieht. Kommt mal mit! Ich bin der Niklas, ich bin der PR-Leiter, ich bin quasi für die Außendarstellung vom Verein verantwortlich. Also Plakate, Poster, das hat alles mit der PR zu tun. Ich bin Franzi, ich bin Vorstandsvorsitzende beim Radio HSF und ja, das Oberhaupt von dem Ganzen hier. Also wir sitzen ja im Keller von Haus L. Wir sitzen hier in Studio 1. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir einen getrennten Sprecherraum haben und eben einen Regieraum. Hier werden Sendungen gefahren, gemacht. Wir können aber auch Talkrunden machen. Wir können auch hier theoretisch einen Podcast aufnehmen. Dann haben wir noch ein zweites Studio, das Studio 2. Das ist ein bisschen größer. Da gibt es zum Beispiel keine tollen Sitzgelegenheiten. Da steht man um einen Tisch gemeinsam und kann eben da moderieren. Dann haben wir natürlich ein Büro, von dem wir aus arbeiten können. Und einen großen Konferenzraum, wo unsere Konferenzen stattfinden, die Programmplanungskonferenz, wo der gesamte Verein zusammenkommt. Genau, so grob. Ja, und der Konfi und das Büro sind natürlich nicht nur zum Arbeiten da, sondern auch mal, um Spaß zu haben. Dann wird eben doch mal ein Bier getrunken oder ein Wein getrunken oder ein Glühwein getrunken. Je nachdem, wie es die Lage auch zulässt. Momentan ist das ja alles noch ein bisschen beschränkt, aber normalerweise haben wir hier unten viel Spaß. Hier sind wir in unserem CD-Archiv. Wie ihr seht, gibt es hier einige CDs. Mittlerweile machen wir das natürlich alles mit Audiodateien vom Computer aus. Aber bis vor ein paar Jahren hat man hier noch seine CDs rausgesucht, ist dann damit ins Studio gegangen und hat dann über den CD-Player seine Songs abgespielt. Hier sind wir in unserem Konferenzraum und wie der Name schon sagt, werden hier natürlich Konferenzen abgehalten. Zum einen unsere Programmplanungskonferenz oder auch andere Treffen, die wir im Verein haben, aber hier wird nicht nur gearbeitet, hier kann man sich auch treffen, um einen Spieleabend zu machen, eine Glühweinverkostung oder um ein bisschen Mario Kart zu spielen und dabei das ein oder andere Bier zu trinken. Hier stehen wir jetzt vor einem unserer Studios und da machen Adrian und Niklas gerade eine Sendung. Schauen wir doch mal rein. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu HSF Buffet, die Sendung rund ums Thema Essen. Ich bin Niklas. Ich bin Adrian und mit Essen kennen wir uns super aus, zum Beispiel auch mit dem Mensa-Buffet, was heute so dran ist. Da gucken wir später auch mal rein, was es da genau gibt. Natürlich gibt es wieder die beste Musik für euch und die kommt hier von den Seagirls und heißt Do You Really Wanna Know hier auf der 98.1. Und dann schauen wir noch in unserem Büro vorbei. Im Büro kann man zum einen natürlich arbeiten, Redaktionsarbeit machen, Musik raussuchen, aber sich einfach auch hier hinsetzen und eine Tasse Kaffee trinken und einfach das Vereinsleben genießen. Die Möglichkeit, sich tatsächlich in einem Berufsfeld auszuprobieren, im Berufsfeld Radio und auch Journalismus allgemein, eben Erfahrungen zu sammeln, die man so sonst im Arbeitsleben oder fürs Arbeitsleben nicht sammeln kann, indem man nur zu Hause sitzt. Und ja, die Gemeinschaft, die daraus entsteht, gemeinsame Projekte zu machen und gemeinsam Radio erleben zu können. Ja, eben diese journalistische Erfahrung hier zu sammeln, wo es auch ein bisschen lockerer vielleicht noch zugeht als in den professionellen Radios, in den großen Radiosendern. Und dann auch ist es ja nicht nur das Journalistische, sondern eben auch die Arbeit als Vorstandsvorsitzende, die Arbeit als PR-Leitung, sich in diesen Bereichen auch mal auszuprobieren, einfach um in der Welt dann später bestehen zu können. Hier kann man das ausprobieren, hier tritt einem keiner auf die Füße, wenn das mal schief geht. Deshalb ist das als Übung für später wirklich toll. Für mich persönlich war es die ISWI 2021. Die habe ich als mein Medienprojekt mit organisiert. Also war ich Programmchefin. Und das ist so, dass der HSF da 24/10, weil die ISWI geht ja 10 Tage lang, richtig Radiobetrieb macht. Also wie ein großer Sender auch, 24 Stunden eben. Und das zu organisieren, das mitzuerleben, da dabei zu sein, das war so das Highlight von dem Ganzen, einfach richtig in den Radioalltag abzutauchen. Für mich ist es nicht dieser eine Moment, für mich sind das viele Momente. Es ist einmal das Vereinsleben, dass man sich hier trifft und einfach mit Leuten quatscht und sei es jetzt auch über andere Themen außer nur Radio. Und dann, naja, vielleicht diese Angst, dazustehen und was zu reden, wo man weiß, da hören Leute zu. Und wenn dann mal was schief geht, dann geht's halt schief. Ne? Das ist ja wie im Gespräch, dass man sich da mal verhaspelt und sagt, Moment, ich muss den Satz jetzt nochmal anfangen. Also das nimmt man dann alles lockerer und dann kann man auch über sich selbst lachen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Falls ihr noch mehr sehen wollt, schaut doch hier auf dem Kanal oder unseren Social Medias vorbei. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.